So, wir machen mal wieder einen Teilbarkeitsbeweis, und zwar folgenden: Für alle A, B, D vom Typ Z gilt, aus A teilt B folgt A teilt auch B mal D. Jetzt fangen wir mal so an, wie wir öfter anfangen, ne? Das sind eine Allaussage, das heißt, wir können jetzt erstmal sagen, seien A, B, D fest, aber beliebig. Ja. So, dann ist das hier hinten zu zeigen. Das ist eine Implikation, also können wir beispielsweise wieder mal davon ausgehen, dass gelte oder es gelte die Voraussetzung, ich kann nur den Schreiben hier, Mensch, schon spät. Es gelte A teilt B, zeige A teilt B mal D. Ja, wir können jetzt also von der Voraussetzung ausgehen und wollen zeigen, dass er noch A B mal D teilt. Natürlich sollten wir hier wieder über die Teilbarkeitsdefinition gehen und ja, letztlich das Ganze über die Zerlegung in ein Produkt beweisen. Ja? Also aus A teilt B folgt ja, dass ein Q aus Z existiert mit A mal Q gleich B. Das ist äquivalent, eigentlich ist äquivalent, ne, zu A teilt B. A mal Q gleich B. Jetzt wollen wir ja auf der einen Seite sowas schnell wie B mal D. Also können wir doch die Gleichung mal hernehmen und auf beiden Seiten mit D multiplizieren. Dann steht hier A mal Q mal D ist gleich B mal D. Jetzt wissen wir aber, dass hier ist aus Z, ne? Q ist aus Z, D ist aus Z, also ist auch das Produkt von Q und D aus in Z, ne? Ist ja klar. Zwei ganze Zahlen miteinander multipliziert ergeben zwei ganze Zahlen. Das muss man schon immer begründen. Es könnte ja auch mal sein, dass hier Q durch D steht, ne, in einem Beweis. Dann weiß man natürlich nicht, dass das Resultat wieder in Z ist. Wenn Q aus Z ist und D aus Z, dann ist Q durch D nicht unbedingt aus Z. Da muss man aufpassen. Aber hier weiß man ganz sicher, ne, mit Q aus Z und D aus Z, Q mal D ist auch in Z. Geht gar nicht anders. Also haben wir so ein Element aus Z gefunden, das an A ran multipliziert B mal D ergibt. Also können wir daraus schließen, A teilt auch B, na, B mal D. Sieht aber nicht schön aus hier.